Es lag nicht an der Waage, es lag an mir. Ich hatte Übergewicht, erhebliches Übergewicht. Nein, ich war nicht etwa krank, keine Drüsenstörungen oder so. Es schmeckte mir nur einfach zu gut, das Essen und Trinken. Ein Sprichwort sagt, Fresser zieht man. Und bei mir fing das schon im zarten Kindesalter an. Bereits auf den ersten Fotos, die es von mir gibt, bin ich bezeichnenderweise immer lutschend oder kauend abgebildet. Kein Wunder, dass ich bald zum Günstling der Schulspeisungsköchinnen avancierte. Später wurde ich dann der Schrecken meiner Turnriege. Mit dem Tanzkurs begann für mich die Zeit des Leidens. War Damenwahl, so blieb ich meistens sitzen. Und wurde mir doch einmal weibliche Gunst zuteil, so lag das meist an einer gewissen Großzügigkeit, deren ich mich gezwungenermaßen befleißigte. Das alles kümmerte mich zwar sehr, mein Appetit litt darunter jedoch nicht. 2 Zentner, 2 Zentner 20, 2 Zentner 40, ich nahm immer mehr zu. Dicke leben gefährlich, denn die Fettsucht ist ein Zustand, der die Lebenserwartung deutlich verringert, wenn dieses Leiden unbehandelt bleibt. Ich bin 1,87 groß, dürfte zwischen 78 und 79 Kilo wiegen, war also rund 40 Kilo zu schwer. Meine Tage schienen gezählt, ein Wunder, dass ich überhaupt noch unter den Lebenden weile. Deshalb befolgte ich artig den Rat meiner Ärztin und zog zu einer Abmagerungskur in eine Klinik im Westen Münchens. Es sollte eine Radikalkur werden. Als einzige Nahrung erhielt ich 5-mal am Tag einen Becher mit einer undefinierbaren weißen Flüssigkeit, die von Mal zu Mal scheußlicher schmeckte. 5-mal am Tag. Dazu Zitronenscheibchen gegen den Durst, denn nicht einmal Leitungswasser durfte ich trinken. In mir reifte in der 5. schlaflosen Nacht kein Gebet, wohl aber ein Entschluss. Um 2 Uhr morgens packte ich meinen Koffer. Die entsetzte Nachtschwester drohte zwar zunächst mit der Funkstreife, nachdem ich aber versichert hatte, alle Verantwortung selbst zu tragen, durfte ich in die Nacht entfliehen. Mit einem Brathändel und einer halben Bier feierte ich die Rückkehr ins Leben. Ich glaube, nie zuvor hat mir ein Händel so gut geschmeckt, und das will schon etwas heißen. In den 5 Kliniktagen hatte ich 12 Pfund abgenommen. In 4 Wochen nahm ich sie wieder zu, so geschehen im vergangenen Jahr. Im Urlaub, heuer im Sommer, reifte in mir abermals ein Entschluss. Ich war es einfach leid, den Schmierbauch schamhaft im Sand verstecken zu müssen. Am 8. Juli, es war der Montag nach meiner Rückkehr, schritt ich zur Tat. Ich kaufte mir eine Personenwaage. Und weil das Fett, nicht aber die Muskulatur schwinden sollte, auch einen Expander. Montag, 15. Juli, mein 7. Fastentag. Habe bereits 4 Kilo abgenommen, kein Wunder bei der kärglichen Ernährung. Morgens eine Brausetablette zur Deckung des täglichen Vitaminbedarfs. Dazu nur Kaffee mit Süßstoff und einigen Tropfen Milch. Mittags eine halbe Kinderportion. Am schwersten fällt es mir, abends standhaft zu bleiben. Habe mir heute als Abendessen eine Bratwurst geleistet. Sah ziemlich verloren aus auf dem großen Pappteller. Selbst den Gammlern schien ich leid zu tun. Amerikanische Wissenschaftler wollen herausgefunden haben, dass bei Einschränkung der Esskultur auch die Esslust kleiner wird, kann diese Beobachtung bisher nicht bestätigen. Gehe jetzt einmal wöchentlich in die Sauna. Zwischendurch zum Masseur. Der Übergewichtige sollte bei der Behandlung seiner Fettsucht auf die Sauna und auf Massagen völlig verzichten. Zu den Massagen ist zu sagen, dass da nur einer abnimmt, nämlich der Masseur. Der Übergewichtige sollte sich aktiv bewegen. Er sollte laufen, schwimmen, Radfahren. Das ist die richtige Art der Bewegung, und dabei kann er auch zusätzlich noch etwas abnehmen. Freitag, 13. September. Hurra, die Punktdiät ist da. Punktdiät, auch Astronautenkur genannt, weil sie angeblich von der amerikanischen Air Force entwickelt wurde. Man esse täglich nicht mehr als 40 bis 60 Gramm Kohlenhydrate, sprich 40 bis 60 Punkte.
Hohe Kohlehydratanteile und somit hohe Punktwerte haben beispielsweise Bier, Brot aller Art, Nudeln, Knödel und Kartoffeln. Fett und Eiweiß, beispielsweise Fleisch, darf dagegen in unbegrenzter Menge gegessen werden. Eine Kur, die wie ein Wunder wirkt, verlockte daher eine Zeitschrift für das Leben zu zweit. Der Trick bei solchen Wunderkuren ist doch einfach der, dass den Betroffenen der Appetit vergeht. Montag, 28. Oktober. Keine Hose und keine Jacke passt mir mehr. Da ist nichts zu machen, meint der Schneider. Eine Änderung käme fast so teuer wie ein neuer Anzug und sähe trotzdem nicht gut aus. Meine Anzuggröße ist von 60 auf 54 zurückgegangen, denn ich habe inzwischen 55 Pfund abgenommen. Auch alle Hemden sind mir zu weit geworden. Statt Kragengröße 46 brauche ich jetzt 41. Silvester, der rechte Tag, Bilanz zu ziehen. Nein, es liegt nicht am Schmerbauch. Den gibt es nicht mehr. Ich habe mein ehemaliges Gewicht rekonstruiert. Mit Gewichthanteln. 15, 45, 75 Pfund. Heruntergehungert in 25 kargen Wochen. Zu Haus ein Schrank voll neuer Kleider, dazu hohe Änderungskosten, denn auch die Anzüge, die ich während meiner Kur gekauft habe, passen nicht mehr. Dazu die Kosten für Appetitzügler, Vitaminpillen, Sauna, Massagen und ärztliche Betreuung. Macht zusammen etwa 4000 Mark, die sich nach Auskunft meines Finanzamtes nicht einmal von der Steuer absetzen lassen. Zugegeben, ich fühle mich jetzt nicht nur körperlich wohler, ich habe mich auch von einem Komplex befreit. Ach, sag doch nicht immer wieder, dicke zu mir.